Frage Nummer 342 im neuen JUKAT, im Jugendkatechismus, noch ganz druckfrisch. Dort lesen wir: Sollen wir alle Heilige werden? Kann man so eine Frage jungen Leuten stellen? Wie reagieren Sie darauf? Wollen Sie, sollen Sie heilig werden? Ich lese Ihnen die Antwort vor. Ja. Der Sinn unseres Lebens ist es, uns in Liebe mit Gott zu vereinen, ganz Gottes Wünschen zu entsprechen. Wir sollen Gott erlauben, wie es Mutter Teresa sagt, sein Leben in uns zu leben. Das bedeutet heilig sein. Liebe Schwestern und Brüder, heute Abend in der letzten Fastenpredigt reden wir davon, was die Kirche braucht. Und wenn wir eine sechste Antwort versuchen, dann sind damit natürlich lange nicht alle möglichen Antworten gegeben. Aber vielleicht in der Antwort, die ich heute vorschlage, dass die Kirche vor allen Dingen heiligmäßige Menschen braucht, kommen wir doch all dem, was wir bisher bedacht haben, immer wieder noch einmal nahe, wie in einer Kreisbewegung. Und man wird noch vieles andere sagen können über das, was die Kirche braucht an Menschen, und wird doch an dieser Aussage nicht vorbeikommen, dass sie Heilige braucht, dass sie heiligmäßige Menschen braucht. Vielleicht werden Sie eben schon in einer ersten Reaktion gedacht haben, gut, das kann ich schon verstehen. Und eigentlich finde ich das auch richtig. Aber mich bitte außen vor lassen. Wir stellen uns dann schon sozusagen ein Ebenbild unserer selbst in einer freien Nische vor, angestrahlt, vielleicht ein bisschen zu schön gemacht, mit einer Geschichte, von der wir sagen, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Solche Geschichten gibt es in meinem Leben nicht. Und was alles an Index dazugehört, dass der Seligsprechungsprozess noch gar nicht eröffnet, hat man bei mir schon so viel gefunden. Die legen gleich alles zu den Akten und sagen, komm, lass uns das große Schweigen der Kirche darüber breiten, aber keinen Schritt weiter. So denken wir vielleicht. Und wir denken schief. Gestern noch in der Generalaudienz, als hätte der Papst geahnt, dass ich heute in der Fastenpredigt dazu sprechen will und noch ein wenig suche, wie ich das anstellen soll, gestern noch in der Generalaudienz hat der Papst über das Wesen der Heiligkeit gesprochen. Dankeschön. Was sagt er? Er antwortet uns auf diese inneren Fragen, die wir haben. Was bedeutet Heiligkeit? Und wer ist zur Heiligkeit gerufen? Ist die Heiligkeit nur für wenige Auserwählte? Er erinnert in der Spur des heiligen Paulus daran, dass Heiligkeit bedeutet, sich dem Plan Gottes, den er von jedem von uns hat, sich diesem Plan zu überlassen. Und dann erinnert er an eine ganz großartige Formel. Das ist so etwas wie das kürzeste Glaubensbekenntnis, wenn man so will. Paulus benutzt das in seinen Schriften immer wieder. Dort heißt es en Christo, in Christus. Das ist sozusagen das stärkste Empfinden, aus dem Paulus heraus lebt, mit dem er arbeitet, was ihn antreibt, in Christus zu sein. Der Papst sagt, der bei Paulus immer wiederkehrende Gedanke des in Christus erinnert uns als Gläubige daran, dass wir unser ganzes Leben nach dem Vorbild Christi ausrichten sollen. Heiligkeit besteht darin, wie Christus zu sein, seine Haltung, seine Gedanken und Taten in unser Leben zu übersetzen. Und als hätte er unsere Einwände gespürt, sagt er, Heiligkeit sei nicht außerordentliche Unternehmen zu vollbringen, sondern mit Christus vereint zu sein, in seinen Geheimnissen zu leben, sich seine Gedanken und Verhaltensweisen anzueignen. Das Maß der Heiligkeit besteht darin, welche Größe Christus im Leben eines Menschen erlangt, wie sehr wir unser ganzes Leben nach dem Leben Christi formen. Und er erinnert uns daran, dass Heiligkeit nicht etwas ist, das wir sozusagen, wenn wir einen bestimmten Perfektionskatalog erfüllt haben,
So stellen wir uns das oft vor. Da gibt es sozusagen in den Akten zur Seligsprechung gibt es 1000 Fragebögen. Und wenn die alle positiv zu 90% ausgefüllt sind, dann können wir darüber reden, ob das jetzt ein Seliger wird oder nicht. Welch irre Vorstellung. Paulus spricht seine Gemeinden an, ihr Heiligen. Da hatte die Kirche noch niemanden kanonisiert. Es gab noch gar nicht die Kongregation für die Seligsprechungen und Heiligsprechungen. Wie kann Paulus so etwas sagen? Er kann es deshalb sagen, und der Papst erinnert zu Recht daran, Heiligkeit hat ihre letzte Wurzel in der Taufgnade. In der Tatsache, dass wir in der Taufe in das Ostergeheimnis Christi eingepflanzt sind, mit dem uns sein Geist, sein Leben als Auferstandener mitgeteilt wurde. Gott respektiert immer die Freiheit des Menschen und er bittet, dass die Menschen diese Gnade annehmen, dass wir uns verwandeln lassen vom Wirken des Heiligen Geistes, dass wir unseren Willen dem Willen Gottes gleichgestalten. Dies ist möglich durch eine in Fülle gelebte Liebe. En Christo, in Christus zu sein, zu bleiben, ganz aus ihm heraus zu leben, in jeder Situation neu zu fragen, wie handelt Christus? Welches Wort spricht er im Evangelium zu mir? Und ich will das ein wenig kurz ausführen. Wir dürfen nicht darüber nachdenken, uns vorstellen, was wir uns wünschen, dass Jesus sagt. Ich erlebe das in vielen Bibelgesprächen. Einmal ist das gut, wenn sie stattfinden. Aber wir sollen nicht darüber fantasieren, was Jesus vielleicht gesagt hätte oder was er vielleicht getan hätte. Sondern wir haben das Wort Jesu verbürgt im Evangelium. Das reicht. Mehr haben wir nicht. Dieses Wort zu leben. Wir werden gleich noch eine ganz moderne Stimme hören, wie man das am besten macht. In dieses Wort sozusagen hineinzusteigen, um es mit meinem Leben zu erfüllen. Das ist die Spur der Heiligkeit. Und dann gibt der Papst in seinen Ausführungen gestern noch einen interessanten Hinweis. Er zitiert ein Konzilsdokument. Das wissen wir als Phänomen, gerade auch in dem, was zurzeit diskutiert wird. Vom Konzil reden alle. Das heißt immer das Konzil. Dabei wird leider vergessen, dass es schon mehrere gab. Also es gibt ganz große Konzilien von Chalcedon und Nicea. Es gab eins in Trient. Es gibt ein Laterankonzil, sogar 4 oder noch mehr. Und es gibt ein erstes Vatikanum. Und dann gibt es auch ein zweites Vatikanum. Also erstens die Einladung, bitte präzise sprechen. Wir tun immer so, als hätte es nur ein Konzil in der Kirchengeschichte gegeben. Und dann reden wir immer über das, was das Konzil will und das Konzil sagt. Aber keiner kennt die Texte. Schade. Ich habe heute einen mitgebracht. Es gibt im 5. Kapitel von Lumen Gentium, der Konzilskonstitution über die Kirche, da ist die Sprache davon, vom allgemeinen Ruf zur Heiligkeit, also genau unser Thema. Also es mögen sich die melden, denen ich jetzt vielleicht mit meiner Kritik Unrecht tue. Wann ist ein solcher Text im Pfarrgemeinderat mal gelesen worden? Oder in irgendeinem Priestergesprächskreis? Oder in der Ordensgemeinschaft? Lumen Gentium, ein Konzilstext des letzten Konzils, noch gar nicht so alt. Dort heißt es in Nummer 40. Der Herr Jesus, göttlicher Lehrer und Urbild jeder Vollkommenheit, hat die Heiligkeit des Lebens, deren Urheber und Vollender er selbst ist, allen und jedem Einzelnen seiner Jünger in jedweden Lebensverhältnissen gepredigt. Seid vollkommen, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Allen und jedem Einzelnen seiner Jünger in jedweden Lebensverhältnissen. Also nicht nur auf die Klosterer oder die Priester oder auf die, die sonst nichts zu tun haben, die ein bisschen unterbeschäftigt sind, die können ja von mir aus heilig werden. Die haben ja Zeit dafür. Allen. Allen hat er den Heiligen Geist gesandt, so Lumen Gentium, dass er sie innerlich bewege,
Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und ganzer Kraft zu lieben und einander so zu lieben, wie Christus sie geliebt hat. Die Anhänger Christi sind von Gott nicht Kraft ihrer Werke, sondern aufgrund seines gnädigen Ratschlusses berufen und in Jesus, dem Herrn, gerechtfertigt. In der Taufe des Glaubens wahrhaft Kinder Gottes und der göttlichen Natur teilhaftig und so wirklich heilig geworden. Sie müssen daher die Heiligung, die Sie empfangen haben, mit Gottes Gnade im Leben bewahren und zur vollen Entfaltung bringen. Wenn wir also fragen in diesem Sinn, willst du heilig werden, müsste unsere erste Frage sein, stopp, ich bin es lange. Ich bin es. Kraft der Taufe, Kraft der Erwählung durch Gott. Es ist eine Gnade, getauft zu sein, heilig zu sein in diesem Sakrament. Aber dann bleibt lebenslang die Aufgabe, diese Gnade, die wir empfangen haben, zu bewahren und zur Entfaltung zu bringen. Jedem ist also klar, sagt das Konzil, das Letzte, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen Liebe berufen sind. Durch diese Heiligkeit wird auch in der irdischen Gesellschaft eine menschlichere Weise zu leben gefördert. Zur Erreichung dieser Vollkommenheit sollen die Gläubigen die Kräfte, die sie nach Maß der Gnadengabe Christi empfangen haben, anwenden, um seinen Spuren folgend und seinem Bild gleichgestaltet, dem Willen des Vaters in allem folgsam, sich mit ganzem Herzen der Ehre Gottes und dem Dienst des Nächsten hingeben. So wird die Heiligkeit des Gottesvolkes zu überreicher Frucht anwachsen, wie es die Kirchengeschichte durch das Leben so vieler heiliger Strahlen zeigt. Und dann geht das Konzil in der nächsten Nummer Beispiele durch. Bei den Priestern, bei den Eheleuten, bei den Eltern und, sehr lesenswert, bei den Armen, bei den Schwachen und Kranken. Wie sie dieses En Christo des Paulus leben können, indem sie ihr Leben dieser Glaubensformel übergeben. Wir dürfen nicht, wenn wir von der Heiligkeit reden, zu sehr auf die moralische Perfektheit geben. Wenn wir einem großen Heiligen jetzt hier gegenüberstellen, bei allem Respekt und aller Ehrfurcht, wenn wir ihm sagen, boah, du, das schaffe ich nicht, so moralisch perfekt, wie du warst, der würde den Kopf schütteln. Ein Philipp Neri, ein Ignatius oder wie sie alle heißen, ein Franziskus. Er würde den Kopf schütteln und sagen, mit wem sprichst du? Muss noch einer hinter mir stehen. Von mir ist nicht die Rede. Es geht nicht um Perfektion, sondern gerade in den Heiligen wird doch sichtbar, wie große Demut sie haben, weil sie um ihre Grenzen wussten. Aber dennoch sich mit den Grenzen und der ganzen Schwäche des Lebens Christus übereignen, ist eine Form der Heiligkeit. Heiligkeit ist nicht etwas, das wir machen können, sondern das uns geschenkt wird. Nur in Christus kann man heilig sein und immer, wenn man so will, in der Spur der Gnade, die wir empfangen, heiliger werden. Aber wie geht das konkret in einer Welt, die uns das schwierig macht, für die heilig wirklich etwas Exotisches zu sein scheint? Und wir selber blasen ja auch manchmal in dieses Horn, dass Heiligkeit etwas ist, das nun wirklich nicht mehr in unsere Zeit passt. Man kann in der Kirche immer eine interessante Beobachtung machen. Die ganze Krise oder auch Entwicklungen zum Guten finden immer wie in einem Freilandversuch in den Klöstern statt. Und zwar meistens vorher, bevor sich das richtig in die Breite, bis das richtig in die Breite geht, bis es in jeder Pfarrgemeinde angekommen ist. Man kann nicht nur, weil dort zumindest früher sowas wie eine Avantgarde war, die vordenkt,
die natürlich auch alle zeitgeistigen Probleme zuweilen anzieht, oder auch den Weg zur Änderung, einer Lösung oder einer Besserung findet. Man kann immer in den klösterlichen Gemeinschaften ablesen, wohin die Kirche so unterwegs ist in ihrer jeweiligen Region. Das ist sehr interessant. Noch lange, bevor die Zölibatskrise etwa die ganzen Breiten der bekannten Priester erreicht hatte, war sie in den Klöstern virulent vorhanden. Und deshalb ist es interessant, die aufmerksamen Beobachter dieser Szene zu hören, was sie dort sagen. Und ich will einen zitieren. Der schreibt: Der weltweite Trend zur Säkularisation, am drastischsten ausgedrückt in der sogenannten Gott-ist-tot-Bewegung, fiel mit der Phase der nachkonziliaren Erneuerung des religiösen Lebens zusammen. Es ist vielleicht bedauerlich, dass Elemente der sogenannten Theologie der Säkularisierung unüberlegt in den Prozess der Reform und Erneuerung aufgenommen wurden. Das Ergebnis war die Abschaffung vieler rein heiliger Rituale im religiösen Leben mit der Begründung, sie besäßen für die zeitgenössische Welt keine Bedeutung mehr. 40 Jahre danach müssen wir vielleicht damit beginnen, das Gespür für das Heilige wieder zu erlangen. Er schreibt hier das monastische Leben, aber ich sage bewusst erweitern, das kirchliche Leben zu entsäkularisieren, das heißt zu resakralisieren. Es könnte sein, dass auch in diesem Bereich, wie der heilige Benedikt sagt, den Jüngeren offenbart, was das Bessere ist. Schauen wir eine neue Generation an. Gerade wenn in 2 Wochen Johannes Paul II. Selig gesprochen wird. Wie eine ganze Generation auf diesen Papst geschaut hat, einen Lebensinhalt dort ablesen konnte. Wie er sie ohne steile Predigten, wie er sie einfach durch sein Lebensbeispiel hinführte zu einem geistlichen Aufbruch, den wir in der Großkirche, bei denen, die das Sagen haben, glaube ich, noch gar nicht gemerkt haben. Gerade in Deutschland muss man doch das Skandalöse betonen, dass man die Weltjugendtage jahrzehntelang boykottiert hat. Als schon aus allen Erdteilen Jugendliche dorthin fuhren, wurden sie hier noch boykottiert. Weil das ja altmodisch ist. Weil das ja ein Christentum von vorgestern ist. Das ist eine Tatsache. Wie sehr haben wir eine Entsakralisierung auch der Kirchenräume betrieben, indem die Gläubigen aufgefordert wurden, nur ein kleines Beispiel, vor dem Gottesdienst munter zu schwätzen und zu reden, es ist doch eine Markthalle, ist doch egal, wen stört das denn? Wir haben Begegnung. Eine Zerstörung, liebe Schwestern und Brüder, einer sakralen Sphäre. Wo sind die Armen geblieben, die den Mund nicht aufgetan haben, die schlicht und einfach in Ruhe beten wollten? Was ist mit denen? Wer hat auf die geschaut? Das waren die Vorgestrigen, die den Trend nicht mitvollziehen können, die Unmodernen. Wehe euch, wer einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt, kann man das Wort Jesu nur zitieren, die sich eben nicht wehren konnten, die man mundtot gemacht oder aus der Kirche herausgetrieben hat. Alles, was an unseren rechtsradikalen Rändern in der Kirche blüht. Wenn doch jemand hingeht, mache ich das niemand mehr zum Vorwurf. Sie wurden teilweise von uns dorthin getrieben. Man könnte viele Bereiche nennen. Oder die Schwestern können manchmal vollkommen zu Recht in Bezug auf mich ihr Leid klagen, weil ich schon wieder am Meckern bin. Weil man schon wieder was vergessen hat, eine Kniebeuge oder eine Verneigung und sagt, mein Gott, ist das kleinlich, aber auch, wenn ich dann wie ein Derwisch dahinter bin und sage, warum? Weil wir durch diese kleinen Zeichen, liebe Schwestern und Brüder, etwas Sakrales entdecken. Natürlich sind das Kleinigkeiten. Wer den Film Die große Stille gesehen hat über die Kartäuser, dort gibt es auf dem Donnerstagsspaziergang eine kleine Diskussion, das einzige Mal in der Woche, wo die miteinander sprechen. Und sie haben, wenn sie ins Refektorium gehen, einen kleinen Brunnen, aus dem eigentlich nur noch tropfenweise das Wasser kommt. Und man nimmt quasi symbolisch nur noch das Wasser, um sich die Hand zu waschen. Und einer sagt, da kommt ja eh fast nichts mehr raus. Sollen wir das nicht sein lassen? Sollen wir es nicht? Wir können es doch bleiben lassen mit dem Handwaschen. Macht ja eher nur noch, die Hand ist ja gar nicht richtig nass. Und einer der alten Mönche sagt, wenn wir die Zeichen zerstören, zerstören wir uns selber.
Muss uns dieser Satz nicht schlagartig einleuchten, da wir auf dem Mist unserer Zerstörung herumsitzen, auf den Trümmerhaufen einer kirchlichen Landschaft, die alle Zeichen zerstört hat, weil sie angeblich nichts mehr sagen? Nein. Dieser Beobachter sagt es. Natürlich muss es immer wieder Diskussionen geben zwischen dem, was zum Kern der Observanz, wie er das nennt, gehört. Also was ist wirklich, sagen wir es, katholische Identität? Wie benimmt man sich etwa, wenn man in die Kirche geht? Und was sind antiquierte Überbleibsel? Aber wir müssen Acht geben und dürfen nicht zu drastisch unterscheiden zwischen dem, was substanziell und dem, was symbolisch ist. Im sakramentalen Universum, von dem das Kloster ein Teil ist, oder jede Gottesdienstgemeinde, stellt das Symbolische oft mehr als nur Ausschmückung oder eine verzichtbare Zugabe dar. Auf eine den Sakramenten vergleichbare Art beinhaltet, vermittelt und stärkt das Ritual oder Symbol die Realität, auf die es hinweist. Vermittelt oder verstärkt. Jedes Symbol und Ritual die Realität, auf die es hinweist. Diese Dinge haben mit Verleiblichung zu tun. Wenn wir das theologisch sagen, könnten wir von der Inkarnation sprechen. Wir haben das eben schon entdeckt. Heilig sein, ein Weg, meinen Leib, mein Leben in Christus hineinzugeben, es von dort her wachsen zu lassen, weil es in Christus eingepflanzt ist. Von daher es wachsen lassen. Nicht schauen, wo habe ich sonst denn noch überall meine Wurzel drin und da verkümmert wieder was, sondern aus diesem Zentrum leben. Eine große Figur des 20. Jahrhunderts, ich habe sie eben schon angedeutet, spricht immer wieder von diesem Gedanken der, ich nenne das jetzt einmal Inkarnation. Also wie kann ich das Wort Gottes leben? Wie kann ich ihm Gestalt geben? Es ist Madeleine Delbrel. Sie sagt, das Wort Gottes trägt man nicht in einem Köfferchen zum Ende der Welt. Man trägt es in sich. Man nimmt es in sich mit auf den Weg. Man stellt es nicht in eine innere Ecke, in einen Winkel des Gedächtnisses, um es aufzuräumen wie in das Fach eines Schrankes. Man lässt es bis auf den Grund seiner selbst sinken, bis zu dem Dreh- und Angelpunkt, in dem sich unser ganzes Selbst dreht. Sie sagt, Missionar kann man nur sein. Ich würde sagen, heilig kann man nur sein, wenn man dem Wort Gottes, dem Evangelium, in sich selbst einen offenen, weiten, herzlichen Empfang bereitet hat. Der lebendige Drang dieses Wortes geht dahin, Fleisch zu werden in uns. Und wenn wir so von ihm bewohnt sind, dann sind wir dafür geeignet, anderen dieses Wort zu künden. Diese Menschwerdung des Wortes Gottes in uns, diese Einwilligung, uns von ihm modeln zu lassen, das nennen wir Zeugnis geben. Und sie spricht weiter. Wie das gehen kann, wie man den Weg der Heiligkeit findet. So lese ich diese Sätze. Madeleine Delbrel sagt, das Geheimnis des Evangeliums ist kein Geheimnis, das der Neugier zugänglich ist oder das einer intellektuellen Einweihung bedarf. Das Geheimnis des Evangeliums ist in seinem tiefsten Wesen eine Mitteilung von Leben. Das Licht des Evangeliums ist keine Erleuchtung, die uns äußerlich bleibt, sondern ein Feuer, das in uns eindringen möchte, um unser Inneres den Flammen anheimzugeben und umzuschaffen. Wer ein einziges Wort des Herrn in sich einlässt und ihm erlaubt, sich in seinem Leben auszuwirken, weiß mehr vom Evangelium als einer, dessen ganze Anstrengung sich in abstrakter Betrachtung oder historischem Forschen erschöpft. Das Evangelium ist nicht für Leute geschrieben, die nach neuen Ideen suchen,
Es ist da für Jünger und Jüngerinnen, die ihm gehorchen wollen. Und schließlich fand ich ein interessantes letztes Wort von ihr, weil wir darüber nachdenken, nicht nur über uns selber, sondern was die Kirche braucht. Sie sagt einmal ganz lapidar: Wir werden die Liebe Gottes in die Welt hinein nicht verleiblichen können. Das Evangelium, das nichts anderes ist als eine Kundgabe der Liebe, nicht in sie hineintragen können, wenn wir nicht zuvor die Inkarnation dieser Liebe in der Kirche, dem mystischen Leib Christi, annehmen. Dort ist die erste Inkarnation. Und bei allem Reden über Kirche, bei allem Nachdenken über Kirche, bei allem Maulen über die Kirche, muss das der erste Blick sein. Wir begegnen in ihr dem lebendigen Leib Christi. Madeleine Delbrel. Es sind, darauf hat der Papst hingewiesen, darauf weist Lumen Gentium hin, darauf weist Delbrel hin und viele andere. Es sind, und das will ich zum Schluss sagen, wirklich die großen Vorbilder, die, die wir als Heilige anrufen und bemühen mit unseren Anliegen, die uns vor Augen stehen und die wir brauchen. Alle, das geht nicht. Aber Sie sollten sich fragen heute Abend, haben Sie Ihre Heiligen? Haben Sie Ihre Figuren? Kennen Sie deren Geschichte, deren Worte? Haben Sie ein Bild von ihnen? Leben Sie mit diesen Heiligen in der Spur Christi, en Christo. Es wäre sehr wichtig, auch wenn das nachgelassen hat, es erscheinen kaum gute Heiligenbiografien. Das scheint nicht in zu sein, aber man findet sie, man muss ein bisschen suchen. Oder ein Bild von einem Heiligen, das jeden Tag neu zu einem spricht. Ein Heiliger oder eine Heilige, mit dem oder der man lebt, wie mit einem guten Nachbarn oder einem engen Freund. Die frühen Zisterzienser haben das verstanden. Wilhelm von Saint-Thierry sagt es in seinen Meditationen so, und damit will ich schließen. Du, Herr, hast zwar die Finsternis unserer menschlichen Begriffsstutzigkeit und Blindheit zum Versteck gemacht, indem du dich verbirgst. Aber rings um dich herum hast du ein Offenbarungszelt errichtet, in dem deine Heiligen, die Lichtträger von einst, in der Nähe deines Lichtes und Feuers leuchten und glühen, sodass sie durch ihr Wort und Vorbild andere mit ihrem Leuchten und ihrem Feuer angesteckt haben. Sie verkündeten, welche festliche Freude aus dieser wertvollen Erkenntnis im kommenden Leben fließen werde, wenn wir dich sehen können, wie du bist, von Angesicht zu Angesicht. Inzwischen haben die von deinen Lichtträgern und Heiligen ausgehenden Blitze, die deine wahre Wirklichkeit erhellen konnten, den Erdkreis erleuchtet. An ihrem hellen Glanz erfreuen sich diejenigen, die gesunde Augen haben. Beten wir darum, gesunde Augen zu haben, um in den Heiligen das Licht der Gegenwart Gottes zu erkennen, in der Kirche und in uns.